Einen wunderschönen guten und traumhaften schönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Graf von Falkenstein und wir zocken heute zusammen in Kooperation mit Instant Gaming natürlich Elder Scrolls Online. Fangen wir an, machen wir gleich mal eine Figur. Was suchen wir uns erstmal aus? Wir müssen jetzt erstmal die Allianz suchen. Wir nehmen, ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal die hier. Die sind gut aus, dann nehmen wir das Volk. Was haben wir denn hier? Wir hätten hier zum einen, nee, war falsch. Das geht ja nach oben, von oben nach unten. So, da hätten wir hier halt einfach mal die hier. Echsenviecher. Nee, uncool. Dunkelelfen. Die Dunkelelfen. Die sehen so aus. Okay. Was haben wir denn noch? So, ah, die Nord. Ein Nord. Wie sehen die Nords aus? Die Nords sehen so aus, schlicht und einfach nur männlich, menschlich. So, dann haben wir mal, gucken wir mal die hier. Was haben wir denn hier? Hochelfen. Die Hochelfen sehen aber voll lustig aus. Das sind die Waldelfen und das sind die Katzen. Miau. Ich glaube, wir erstellen uns so ein. Ja, so einen kleinen, ja, genau. Dann brauchen wir erstmal Drachenreiter. Oh, da den Zauberer, mal gucken. Hat sich nicht was geguckt. Oder Nachtklinge. Nachtklingen sind Abenteuer, bla 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 bla. Und Templer, was haben wir denn hier als Templer? Okay, wie ihr wollt, könnt ihr halt euch selber durchlesen. Die geht hier, also Hüter geht gar nicht. Wir entscheiden uns jetzt erstmal für den Drachenreiter. Dann brauchen wir den Körper. Muskulös, ne, so richtig Schmuckis und so. Und am besten dann schwarz. Da haben wir so einen Gepan. Narben und Bemalung. Ja. 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 Sieht aus wirklich wie ein Gepard was. Ja, nehmen wir das hier, ne? Oberkörper. Oberkörper kann man jetzt hier nicht machen. Aber die Schulterbreite machen wir mal richtig fett und so. Was haben wir denn noch? Gesicht. Mach mal. Frisur. Machen wir noch eine Frisur. Eine anständige. Okay. Ja. No. Ein Zopf. Ein Irokesen. Und wir machen uns hier mal ganz alt. Wir sind schon alt. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Namen. Wir suchen uns den Namen einfach mal so. Dönermann. So, wir nehmen jetzt hier den Dönermann einfach mal. Also, und erstellen. Wir sind da und wir gucken uns um. Überall Knochen. Wo sind wir? Sind wir etwa in einem Gefängnis? Und natürlich die Standardtasten, ne? WASD. Machen wir mal. Da. Wey, ich habe eine Rolle gemacht. Yeah. Und spring halt mit. Das Space Horse. Gucken wir mal. Hallo? Oh, hallo. Geht es euch gut? Ja. Okay. So. Ah, mit C hast du da schon mal die Charaktereinstellung. Das ist gut. Guck mal, hier 100 Münzen. Voll cool. So. Aber dazu später.
So, suchen wir erstmal die Leiche. Leichenschändung. Hm, yay. Oh, ein Schwert. Toll. Ein Messer, ein Spielzeug. Drücke I, um ins Inventar zu kommen. Ausrüsten. Jetzt habe ich einen dicken Messer hinterm Rücken. Geil. So, das ist also unser Radius, in dem wir uns befinden. Okay. Mhm, mhm. Okay, erstmal hier um Luki Luki machen. Mit der. Okay, kann man Messer ziehen. Blocken ist mit rechter Maustaste. Okay. Finster ist das hier. Oh, eine Tür. Gibt es hier? Da gibt es eine Tür. Hallo, lass mich raus. Nö. Also, ich muss ja sagen, nee, ist richtig schön. So, dann spielen wir mal. Ja, ich bin ja schon da, Mann. Ich kann's auch. Buja. Bleibt in Bewegung. Es sind noch mehr Dädra auf dem Weg hierher. Okay, Mama. Ei, 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 ei. Oh, jetzt ich! Zeig dir, wie das geht. Ich habe kaputt gemacht. Ach, guck mal, ja. Da läufst du mal? Ach so. Und ich dachte, kann ich laufen. Verdammte Scheiße. Gegrüßt, wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Er hat gesagt, wir müssen, ne? Müssen wir das? Zeig mal, was hast du zu sagen, Alter? Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Aber wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ich habe Angst. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Aber wie können wir unsere Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich da getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch
und jeden anderen hier in diesem Gefängnis, dem dädrischen Fürsten Mulad Bal, geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Seid ihr auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie können wir denn hier den Propheten retten, du dumme Kuh, wenn du nicht tot bist? Hä? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Okay, leb wohl. Wir sollten weitergehen. Es geht einmal. Tschüss. Ich bin ja recht klein. Hey, lass den in Ruhe. Bist du bekloppt oder was? Du dumme Sau, du. Du Arschloch, du! Ich mach dich kaputt! Ich box dich aus dem Bild, du Affe! Dann schau dich rum! Hallo! Gut gemacht, mein Freund! Bei Arkais Bart. Oh mein Gott! Er hat ihn gekillt! Gucken wir mal, ne? Mache ich jetzt noch nicht. So, aber wie ihr mittlerweile mitbekommen haben solltet, ist das hier sozusagen nur ein sogenanntes Tutorial. Gucken wir mal. Mach die Tür auf! Ja, was bist du denn für einer? Oh. Okay. Erstmal Lucky Lucky machen hier. Aha. Okay. Und töten, töten, schlachten, Kopf ab. Enthauptet ihn. Nom, 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 nom. Ich töte dich, ich mach dich platt. Was? Deine Mutter, du Affe. Wie war noch gleich euer Name? Gulasch. Dein Name war Gulasch, das Papier. Ich töte dich. Ich mach dich platt. Hört. Bleib doch mal stehen. Töten, töten, töten! Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Das sieht schon ziemlich geil aus. La 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 la. Oh, du Gulasch, oh, du Gulasch. Wo ist mein Gulasch, Gulasch, Gulasch? In den Ulasch, Ulasch, Ulasch. Oh yeah. Oh, ich lasse ihn sehen. Oh, das ist ein. Ist das, hallo, kannst du reden? Ey, das ist ein Zombie! Oh mein Gott, ist er ein Zombie? Ein Zombie, ein Zombie. Ich krieg dich, ich töte dich. Mein Zombie, ein toter Zombie. Hey, verschwinde mal. Da ist doch. Ich will mal gucken. Nee, kann man nicht gucken. Das war uncool. So, wo muss ich denn hin? Da oben ist die Karte. Oh, guck mal, ein Schwanz. Ja, Schwanz gesagt. Wir müssen da irgendwo hin, ne? Ich habe keine Ahnung.
Okay. Das ist ja voll die Folterei hier, das geht aber gar nicht. Niemand kann meinem Gefängnis kalt. Ach, hau das mal. Er spockst dich aus der Welt. Wieder, aber jetzt rein! Ich bin schon nach einem Weg da reinzukommen. Ich bin noch ein Weg. So, Weg, hallo, Weg, bist du da? Nee, hallo? Du Weg, hallo, Weg, wo bist du? Kann ich hier irgendwie so drüber? Nein, auch nicht. Mich gerade an oder was? Digga! Ja, geht der Arsch auf Grundeis, ich schwör. Ah, warte mal. Kann ich vielleicht diesen Weg hier nochmal nehmen? Ey, du stehst mein Weg. Und dann. Ey, irgendwo muss ich doch hier lang, ne? Was geht mit dir? Oh mein Gott, 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 das ist ein Zombie, eine Zombiefrau, oh mein Gott, hier ist noch eine Zombiefrau. Töten, töten, töten. Geronimo, flup. Ich finde hier schon noch einen Weg. Mann, wo ist der denn jetzt hier? Gucke mal da. Ne? Ist Tor. Er ist Carnaval! Cadwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Cadwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll der Verrückte uns denn irgendwie helfen können? Cadwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Na dann, leb wohl. Bitte mal. La 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 la, bam bam, bidabam. Einen schönen Tag. Hallo, was ist Hallo. Das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Sir Kettle, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Frau Propheten zu gelangen. Menno, aber die Tür ist verschlossen. Kannst du helfen? Mach mal auf die Tür. Oh je, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie komme ich denn da durch? Kannst du mir helfen? Wir können. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist denn der Eingang? Sag mal das. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke, Sir. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Leb wohl. So, hey, stimmen wir. Hallo. Well hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich
Guck mal, da ist da eine Tür. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Ich war noch nicht so gut. So, na dann wollen wir mal Töpfe spalten. Eine leere Kiste. Ich rappe dem Karton. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Yay! Instant Gaming ist in der Kiste. Spalten, spalten, töten. Yay. Oh, tschüss. Oh, da ist ja noch ein Zombie. Ey, nee, das ist ein Skelett oder so, ne? Hallo, ich bin hier. Guck mal hier. Ich töte dich. Na komm, komm, komm. Ja, Knochen. Der hat Gold. Nimm ich. Nimm ich mit. Da hat er Gold, Alter. Immer Gold. Boah, der hat immer noch Gold, Alter. Fett. Ich sag. Eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Yay! Hallo, du Knochenmann. Mhm. Oh, da ist noch eine Tür, da geh ich jetzt rein. Da, pass mal auf da. Okay. Okay. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Okay, leb wohl. Nein! So eiskalt bin ich denn auch wieder nicht. Es gibt ein. Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Aber warum reißt nicht dein Herz raus und gibst es denen dann? Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay, dann wohl viel Spaß da oben im Knast. Haha. Mach das weg. 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 Mach dich kaputt! Na komm, schlag zu. Herzlich! Boing! Na komm schon! Oh gut. Ups. Komm, putti 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 putti! Na komm schon, ich mach dich kaputt! Eins. Tschüss.
Ja, nice. Bis jetzt zu mir fangen. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Hey, yo, geh mal zum Friseur und danach gehen wir mal zum Friseur. Hier, können wir ja irgendwie, ne? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nennt ihr euch hier so ein Propheten so? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt. Wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung. Dann lauf mal los. Schnell. Wir müssen zum Ankerplatz. Ja. Immer dieses Rumgehetze. Wow, ist das ein Ankerplatz? Ein Nadelbadger. Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker. Ein Ankerplatz. Hey, das sieht mir aus wie ein Stargate. Der Sterbliche meint, sich mir widersetzen zu können. Vergeblich. Bald hat eure Welt in meinen Ketten. Die Zukunft hält eine Rettung. Kind der Knochen. Ich mach dich gleich mal einen Kopf kürzer, du Knochen. Hallo? Und komm und Tod und Knochen und. Der hat irgendwie kein Fleisch mehr oder so. Ist der Vegetarier? Voll der kann Vegetarier und so, ne? Voll krass und so. Habt ihr Knochenmann gekillt? Hat der Knochenmann was für mich? Ja, nimm ich. Ne, ist gut, nehme ich alles mit. Ist gut, dankeschön. Ey, oh, Rentner. Was würde passieren, wenn ich es hier runterspringe? Rede mit dem Rentner. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Okay, ich bin bereit, alter Mann. Und dann gehen wir beide zum Augenoptiker. Kriegst eine Brille von mir. Oh, eine Scherbe. Eine Himmelsscherbe, nehme ich die. Und jetzt, alter Mann? Okay. Stargate-mäßig, volle Kanne, Alter. Oh,
Oh mein Gott, ich kann fliegen! Verdammte Scheiße! Ah! So, meine lieben Freunde, ne? Ich quatsch hier nochmal. Ich quatsch nochmal kurz in den Sack gern. Hey, du bist ja so durchsichtig, was ist los? Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt am Meer, in einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich bewusstlos, alter Mann? Zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Okay, was soll ich denn jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahrs überlassen. Ja, was jemals im Augenoptiker und so, ne? Und wann werden wir uns bald wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Na dann. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahr legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Na dann, lebt mal wohl, alter Mann. Aber ich mache jetzt hier mal einen Cut und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich beim nächsten Mal noch ein bisschen was machen soll, sag mal Bescheid. Lasst einen Daumen hoch oben, lasst einen Daumen da, wenn ihr es euch gefallen hat. Kommentiert das Ganze und schickt das an euren Freunden weiter. Das hilft nicht nur mir, das hilft euch auch, ne? Dann kommt noch mehr Sachen davon. Ja, und ich danke natürlich auch Instant Gaming, dass die halt das Spiel veröffentlicht haben, beziehungsweise für gutes Geld rausgebracht haben. Den Link natürlich auch in der Videobeschreibung und so, ne? Ich wünsche euch dann bis zum nächsten Mal einen wunderschönen, prächtigen Tag und wir sehen uns auf Wiedersehen.